Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat es geschafft. Die nächste Runde im Cup ist erreicht, man ist im Viertelfinale, der KSV wurde am Ende mit 2:0 besiegt. Es war schon ein bisschen ein hartes Stück Arbeit, das muss man klar sagen, auch wenn unsere Blackies über das gesamte Spiel gesehen, würde ich schon behaupten, die bessere Mannschaft waren. Man hat die Bundesliga-Qualität durchaus erkannt und ja, am Schluss hat man es dann doch geschafft, das Ganze relativ unbeschadet zu überstehen. Also man hat die Verlängerung umgangen, hat das Ganze in der regulären Spielzeit erledigt. Und vor dem her, ja, sieht man jetzt, würde ich sagen, nicht ganz unverdient. Deppert bin ich jetzt und ich schreie rein. Facebook-Fan bin ich auch. Auf die Schwarzen! Und vor dem, würde ich sagen, hat man wirklich, die nächste Runde doch trotzdem unterm Strich verdient erreicht. Also kommen wir zum Spiel. Die erste Halbzeit, okay, in den ersten paar Minuten noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber Sturm von Anfang an mit mehr Ballbesitz. Man hat eigentlich relativ oft versucht, den direkten Abschluss trotzdem zu probieren. Man hatte gute Möglichkeiten, Barley mit der ersten Chance, mit einem Kopfball. Und Elias folgen. Und in weiterer Folge unsere Blackies dann auch mit weiteren recht guten Möglichkeiten. Despodov, ich glaube nach einer knappen Viertelstunde mit einer Top-Chance, die leider nicht genutzt werden konnte. Und man hat immer wieder so ein bisschen ja das Zielwasser vermisst bei unseren Blackies. Interessant oder ja, aus Sicht des neutralen Zuschauers wurde es so in Minute 20. Da gab es nämlich die rote Karte für Tasos Aflonidis. Foul, klar, aus unserer Perspektive relativ schwer zu sehen. Ich würde trotzdem behaupten, vom ersten Eindruck her, dass man den Ball erst gespielt hat, also dass Aflonidis den Ball erst berührt hat und dann den Gegenspieler, also harte Entscheidung hier direkt die rote Karte zu zeigen und natürlich hat das Ganze ja nicht unbedingt positive Auswirkungen in erster Linie, gerade psychisch glaube ich gemacht auf die Spieler. Trotzdem muss man sagen, die Jungs haben das dann weiterhin relativ souverän gespielt. Man hat es zwar noch weiter probiert im Punkt der Offensive ein bisschen was zu machen, hat aber weiterhin die Chancen nicht genutzt und ja, knapp vor der Pause gab es dann in Minute 38 herum auch noch Elfmeter für die Kapfenberger, der Zweitligist, aus dem Nichts mit dieser Top-Chance. Auch das Foul, ja, an der Stelle für mich, aus meiner Perspektive, wie gesagt, wir waren relativ weit weg von dieser Szene. Kein Elfmeter, also schon ein bisschen sehr hart da zu pfeifen. Auf jeden Fall verschießen dann die Kapfenberger. Und eben nach dem parierten Elfmeter von Siebenhandel, Sturm, glaube ich, im Gegenzug fast schon wieder mit einer Möglichkeit, aber trotzdem war der KSV über die gesamte Spielzeit relativ ungefährlich vor unserem Tor. Also man hat das trotzdem im größten Teil auch noch klären können und ja, von dem her war es jetzt nicht die ganz große Gefahr. 0:0 auf jeden Fall der Pausenstand. Gleich nach der Pause, gleich mal die Erlösung aus schwarz-weißer Sicht. Kirill Despodov, der, glaube ich, schön in den Lauf geschickt wird und den Ball dann eben reinzimmert. Und in Minute 49 war es herum, das 1:0. Eben nach dem Führungstreffer der Blackies verflacht das Spiel dann trotzdem eine ganze Zeit lang. Ich muss auch sagen, ich bin gute locker 20 bis 30 Minuten gefühlt da vom Bierstand dann auch gestanden. Also habe deswegen auch von der zweiten Halbzeit jetzt nicht alles hundertprozentig mitbekommen, aber trotzdem gab es jetzt nicht wahnsinnig viel Raunen oder sonst was. Also von dem das Ganze, glaube ich, doch recht ausgeglichen. In der Schlussphase, klar, haben die Kapfenberger ein bisschen versucht zu drücken. Trotzdem hat unsere Abwehr dem Ganzen sehr gut standgehalten. Und dann den letzten Sekunden, muss man sagen, ein dicker Abwehrfehler der Kapfenberger. Man sieht nur Bekim Bala, der auf einmal so allein vom Tor aufkreuzt und den eben dann auch noch reinhaut. Das 2:0, der Endstand, die Partie damit ganz klar entschieden. Am Schluss, klar, war es ein bisschen unbequem, aber trotzdem so. Souverän und vor dem her, ja, ist man verdient, würde ich behaupten, mal in der nächsten Runde. Also, bevor ich mich verabschiede, schreibt ihr mir natürlich noch gerne in die Kommentare, wie immer, was ihr zur heutigen Partie sagt. Und ja, natürlich nicht vergessen, die Videos, wenn sie euch gefallen, bitte liken, bitte teilen, bitte abonnieren und natürlich genau die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Von dem her war es das dann jetzt schon auch wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.